Das hier ist Tag 1 des Trainingsplans. Die Jungs beginnen mit dem einbeinigen Kreuzheben mit einer Kurzhantel. Diese Übung trainiert die gesamte Streckerkette, also den Rücken, Po und die hintere Oberschenkelmuskulatur. Und entwickelt gleichzeitig Balancefähigkeit und Propriozeption des Fußgelenks, also die Eigenwahrnehmung. Es ist außerdem eine gute Übung zur Verletzungsprävention im Sprung- und Kniegelenk. Die nächste Übung ist der alternierende Ausfallschritt mit Kurzhanteln, englisch Lunge. Es ist eine sehr effektive einbeinige Übung und wird oft irrtümlich als einfache Variante der Kniebeuge angesehen. Tatsächlich ist sie aber eine gute Ergänzung dazu. Was den alternierenden Ausfallschritt so schwierig und damit so wertvoll macht, ist, dass die Beinmuskulatur den sich bewegenden Oberkörper abstoppen muss. Auf diese Abstoppbewegung müssen die Beine ausreichend vorbereitet sein, was den hohen Schwierigkeitsgrad erklärt. Die alternierenden Ausfallschritte bieten außerdem eine gute dynamische Dehnung des Hüftbereichs und sollten schon alleine aus diesem Grund Bestandteil jedes Kraft- und Aufwärmprogramms sein. Insbesondere Sportler, die Probleme mit der Leiste oder dem Hüftbeuger haben, profitieren von dieser Übung. Zu den Königsdisziplinen gehört das Bankdrücken. Es ist der Klassiker der Brustübungen. Beim Krafttraining gibt es nur wenige Übungen, mit denen sich gleichzeitig so viele Muskelgruppen im Oberkörper auf einmal trainieren lassen. Eine starke Brustmuskulatur hat nicht nur optische Reize, sie stabilisiert das Schultergelenk und ist außerdem an allen Bewegungen dieses Gelenks beteiligt. Beim Bankdrücken wird die gesamte Oberkörpervorderseite trainiert, also die großen und die kleinen Brustmuskeln, der vordere Teil des Schultermuskels, der vordere Sägemuskel, der Hakenarmmuskel, der den Oberarmknochen mit dem Schulterblatt verbindet, die Oberarmrückseite, also den Trizeps, und die Bauchmuskulatur. Zur richtigen Übungsausführung des Langhantelbankdrückens: Leg dich mit dem Rücken flach auf die Bank, vermeide unbedingt eine Hohlkreuzbildung, das heißt ein Hochwölben des Brustkorbes. Das würde den unteren Rücken unnötig gefährden. Deine Füße stehen entweder neben der Bank, sicher auf dem Boden, oder du überkreuzt die Beine in der Luft. Wenn du das tust, vermeidest du auf jeden Fall das Hohlkreuz. Greife die lange Hantelstange etwas weiter als schulterbreit. Deine Handgelenke bleiben auch während der Bewegung möglichst gerade, das heißt, sie werden nicht nach hinten gebogen. In den Pausen zwischen den Übungssätzen des Bankdrückens machen die Jungs Klimmzüge. Ein Satz mit maximaler Wiederholungszahl. Beim Klimmziehen wird genau die Gegenseite beansprucht, nämlich der Rücken und der Bizeps. We'll be right back.
Die ganz kräftigen Jungs machen die Klimmzüge sogar einarmig. Das ist schon eine hohe Kunst, die nur ganz wenige Athleten schaffen. Die nächste Übung ist das Langhantelrudern. Es ist eine super Übung für den Rücken. Das Langhantelrudern ist eine der Grundübungen des Krafttrainings. Sie stärkt die gesamte obere Rückenmuskulatur, vor allem aber den breiten Rückenmuskel, den Latissimus, den Kapuzenmuskel, den Trapezius und den hinteren Teil des Deltamuskels, also den hinteren Teil der Schulter. Worauf du bei der Übungsausführung achten solltest: Der Rücken ist nach vorne geneigt und sollte kerzengerade sein. Hab immer das Gefühl, leicht im Hohlkreuz zu stehen. Die Schultern hängen nicht nach unten, sondern sind eher nach hinten gezogen. Und dann ziehst du die Stange zum Bauchnabel, hältst dort kurz inne und lässt die Stange langsam wieder ab. Ja, eine langsame Bewegungsausführung ist auf jeden Fall dem Schwungvollen vorzuziehen. In den Pausen zwischen den Sätzen des Langhantelruderns machen die Jungs Liegestütze. Entweder normale oder Rotationsliegestütze, das heißt mit Aufklappen zur Seite. Als nächstes kommen wir zum Core Training. Hier siehst du das gerade Brett auf einem Gymnastikball. Der Ball verleiht dem Körper Instabilität, was den Frontstütz extrem erschwert. Hinzu kommt noch ein Beinzug, das heißt, du ziehst die Beine im Wechsel an und berührst mit dem Knie den Ball. Dann gehst du in den Seitstütz. Die leichte Variante ist es, den Unterarm auf dem Boden zu haben. Schwerer wird es, wenn du den Unterarm auf dem Ball auflegst. Das kannst du erst einmal mit aufgesetzten Knien ausprobieren und dabei das obere Bein abspreizen. Die schwerste Variante ist es, die Übung mit gestreckten Beinen auszuführen. Dafür brauchst du viel koordinatives Geschick und natürlich Kraft in der seitlichen Rumpfmuskulatur. Hier siehst du den Beckenlift, das ist die Vorübung für die nachfolgende Übung. Die letzte Übung des ersten Krafttrainingstages der NBBL-Jungs ist der Beincurl und Beckenlift mit dem Gymnastikball. Mit dieser Übung trainierst du deine komplette Streckerkette, angefangen mit den Oberschenkelrückseiten, den Po-Muskeln bis hin zum unteren Rücken. Eine tolle Übung. Dadurch, dass du die Füße auf dem Ball hast, musst du natürlich immer auch die Balance halten, um die Übung richtig auszuführen.
Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie der zweite Krafttrainingsplan der AB Baskets aussieht. Bis dahin, mach mit, mach's nach, mach's besser.